Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf an diesem wunderschönen Sonntag. Moment, wenn es wieder Sonntag ist, soll das heißen um 20 Uhr. Oh, Vögelchen. Oh, da ist ein Einkaufswagen. Kann ich den schieben? Ups. Entschuldigung. Einkaufswagen. Kann ich nichts machen. Ich will einen Einkaufswagen nehmen. Ich würde gerne verschleppen mit dem... im Schnäppchenmarkt mit einem Einkaufswagen einkaufen. Oh, das wäre so awesome. Das wäre so awesome. Moment, also wenn wieder Sonntag ist, können wir um 20 Uhr uns das erste Mal Musik abholen für unsere Musikanlage. Das ist cool, das ist cool. Hoffentlich ist ein guter Sound dabei. Ich wette, das beim letzten Mal, wo ich das vermasselt habe, da war bestimmt auch keine gute Musik dabei. Die war bestimmt nicht gut. Die war bestimmt nicht so toll, wie man das immer denkt. Bevor ich jetzt in den Schnäppchenmarkt reingehe, möchte ich jetzt das erste Mal, ich habe jetzt angefangen zu archivieren, ein Bild des Tages zeigen. Unser Bild des Tages sehen wir hier. Ich ziehe es euch mal ein bisschen größer noch, damit ihr da mehr seht. Das ist von Lilly Pille. Zumindest war das so der Name, den ich auf mir notiert hatte von Twitter. Das war, als wir unseren Häschen-Dress hatten mit der Brille und dem coolen Häschenkostüm. Und ich so, man, I'm not fabulous, I'm fancy. Häschen. Ich finde das sehr schön gelungen. Was ich jetzt immer persönlich ganz gerne machen würde, wäre halt das dann entsprechend halt hier einblenden. Also soll heißen, das bekommt dann hier auch einen kleinen Platz. Solange in der Folge. Ich hoffe, das stört euch nicht. Also wenn das irgendwie zu störend ist oder zu ablenkend ist, sagt Bescheid. Aber ansonsten würde ich das ganz gerne dann in der Folge immer verewigt haben erstmal. Für eine Zeit lang, damit er, ne, dem quasi so ein bisschen Ehre gerecht wird. So, wo waren wir? Schnäppchenmarkt. Auf in den Schnäppchenmarkt. Ach, ist das cool. Hereinspaziert. Willkommen im Schnäppchenmarkt. Tritt ein, bring Sternis rein. Sternis, Mann. Total coole Sternis. Oh, kann ich hier wirklich einen Einkaufswagen nehmen? Ich will einen Einkaufswagen haben. Ach, geht nicht. Was gibt's denn hier alles Tolles? Was ist das denn? Die Melodiekarte. Eine gute Wahl in der Tat. Das macht 500 Sternis. Sind wir im Geschäft? Ja. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ich bestätige hiermit von dir, 500 Sternis erhalten zu haben, Mann. Funkelnde, schöne Sternis und so. Übrigens, weißt du, wie man dieses Item verwendet? Wenn du willst, kann ich es dir kurz erklären. Ja, dann erklär bitte mal. Die Melodiekarte ist eine gefaltete Postkarte, die Musik spielt, wenn man sie öffnet. Wie bei normalen Briefpapier kannst du auch an die Melodiekarte ein Geschenk anhängen. Bring sie einfach zum Postamt, um sie zu verschicken. Das ist ja super cool. Oh. Das sind aber nicht so spannende Möbel heute. Okay, der Stuhl hier ist. Kann ich wieder probeweise draufsetzen? Nein. Das ist die Azurbank. Das ist der Tisch, eine Kommode passend zum Mischkasset. Aber das ist jetzt nichts, was ich unbedingt haben will. Da gibt es Medizin, ja, verschiedene Briefpapiere. Was gibt es hier? Die Gitterwand. Eine gute Wahl. In der Tat. Das macht 1960 Sternis. Willst du das haben? Nee, danke. Verstehe. Sieh dir einfach in Ruhe unsere anderen Waren an. Die sind nämlich auch voll toll, Mann. Was haben wir hier? Die Klassik-Tapete. Eine gute Wahl in der Tat. Solltest du allerdings schon haben. Macht trotzdem 2100 Sternis. Ist das die Klassik-Tapete vielleicht? Ich glaube, die haben wir. Willst du trotzdem haben? Nee, danke. Na gut, verstehe. Schau dich einfach in Ruhe um. Unsere anderen Waren sind auch noch toll. Ich bin mit den Teppichen, die wir haben, eigentlich auch ganz zufrieden. Ich will jetzt ihn nicht wegschubsen, deswegen gehe ich gerade mal aus da rum. Mal gucken, ob da was Besseres dabei ist. Ein Schachteppich. Gute Wahl in der Tat. Ich glaube, das passt sogar zu einem Set, das du hast, Mann. Kostet dich 1540 Sternis. Das ist edel. Ja, ich nehme es. Vielen Dank für dein... Oh, du scheinst schon ziemlich viele Dinge mit dir herumzutragen. Nämlich zu viele und so, ne? Komm bitte wieder, wenn du mehr Platz in deiner Tasche hast. Ganz viel Platz zum Einkaufen, Mann. Naja, es liegt in unserer Melodiekarte. Können wir uns die anhören? Brief schreiben. Oh, ich möchte einen Brief schreiben. Mit der Melodiekarte. An unsere neue Fatima. Liebste Fatima. Ein herzliches Willkommen an dich hier in unserer
schönen kleinen Stadt wünsche dir hier viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich hier noch was anhängen kann, deswegen schreibe ich das jetzt erstmal nicht hin. Grüße deine Honey. Jetzt kann ich also hier eine Melodie. Ja, sie soll ruhig unsere Townmusik haben, oder? Finde ich schön. Sehr süß gemacht. Nice. Kann man jetzt einen Bonbon reinpacken? Ja! Oh, dann kriegt sie jetzt mit Bonbon. Kann ich die ja doch noch kaufen, die Tapete. Ah, der Schachteppich. Den hast du dir vorhin angeguckt, ne? Den wolltest du haben. Hast du jetzt Platz? Jawohl! Vielen Dank für deinen Einkauf. Ich bestätige hiermit, von dir 1500 Sternis erhalten zu haben und ein paar zerquetschte, Mann. Voll gut. Oh, das hier ist ein Robo-Teppich. Der ist technisch, der Teppich. Ein technischer Teppich, wenn du... Egal. Gute Wahl, in der Tat. Willst du haben, kostet viel Geld. Das ist jetzt überhaupt nicht mein Style. Tut mir leid. Kein Problem, Mann. Vielleicht findest du ja noch was anderes Tolles. Und das mit den Grußkarten ist ja super. Wenn ich mal Freunden was schenken will oder sowas, ist das ja awesome. Ja, dann mach's mal gut. Danke für deinen Besuch. Komm bald wieder. Oh, ein kleiner Knupsi. Pupsi, Stupsi, Pupsi, Fäche. Dann gehen wir noch beim Gerd vorbei. Oh, dann, nee, wir können nicht so viel kaufen. Dann gehen wir jetzt erstmal hier bei der Modeschneiderei vorbei. Gucken mal, ob es hier irgendwas Tolles gibt, was ich haben will. Oh, hallo. Das ist ja schon ein Heiligenschein. Unbedingt. Das ist ein Lichtkranz. Dieser Artikel ist für beide Geschlechter geeignet. Der Preis beträgt 2400 Sternis. Wie entscheidest du dich? Ui. Kaufen. Vielen Dank. 2400 Sternis. Okay, danke. Mann, seit wann gibst du denn so viel Geld aus? Seitdem es einen Heiligenschein gibt, den ich jetzt unbedingt tragen möchte. Ah, ich bin ein kleiner Engel. Das ist eine Clownsnase. Arr, eine Piraten. Naja, das passt nicht so gut. Die winkt mich mal zum Abschied. Oh, Lilly ist hier. Herzlich willkommen. Hi. Lass mich mal zu Lilly. Hi, Lilly. Ich grüße dich, Honey. Die Auswahl hier ist so groß. Was nehme ich bloß? Wolltest du etwas Bestimmtes? Unterhalten wir uns. Würdest du sagen, dass der Großteil deiner Kleidung in Schwarztönen gehalten ist? Ausgezeichnet. Schwarz ist eine äußerst vielseitige Farbe, die zu allem passt. Und schlank macht sie noch dazu. Ich bin in Wirklichkeit Gothic Lily. Das weiß nur keiner. Ich traue mich draußen nämlich nicht, meine wahren Emotionen zu zeigen. Nämlich eigentlich gar keine. Ich bin eigentlich sehr tiefgründig. Ich schreibe Lieder mit traurigen Texten. Zum Beispiel, ich gehe mal lieber. Okay, gut, das, da oben will ich nicht haben. Das ist alles ganz... Ja, lass mich durch. Tschüss, Tina. Tschüss, Tina. Danke, wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Ich habe einen heiligen Schein. Wenn jemand sagen sollte, dass ich irgendwas Böses angestellt habe, möchte ich dazu nur sagen, würde ich niemals tun. Oder vielleicht doch? Das ist mir jetzt aber unangenehm. Ich hab's. Lass uns noch zu Schubert gehen. Dieses Schild immer am Quietschen ist. Hallo, Schubert. Mal rein in die gute Stube. Oh, die Schüchen sind ja süß. Hey, ein Rotschuh. Der putzige Stiel hat's dir angetan, was? Das Paar kostet 420 Sternis. Was meinst du? Willst du die Schuhe mal anprobieren? Probieren auf jeden Fall. Würden die Rotschuhe dazu passen? Ich weiß ja nicht. Na, fühlen sich deine Füße wohl darin? Wenn du die Schuhe nimmst, kriege ich bitte 420 Sternis. Na.
Hast du deine Meinung geändert? Das glaube ich ja jetzt nicht. Tut mir leid, Schubert, aber das ist ja alles nicht so, was wir haben. So Ringelsäckchen sind ja auch ganz süß, aber ich bin mit dem, was ich hier habe, ganz zufrieden. Ich finde, für den Häschentag sollte ich mich allerdings noch umziehen und mein Häschenkostüm anziehen. Danke, komm mal bald wieder vorbei. Wir könnten uns für den Häschentag wirklich umziehen. Und wir brauchen wohl wirklich einen Taucheranzug, wenn wir im Meer was erreichen wollen. Vögelchen! Das ist doof. Jetzt geben wir erstmal noch unsere Grußkarte auf. Ja, und dann weiß ich nicht. Dann müssen wir wohl... Ja. Willkommen im Postamt von Pilsdorf. Was möchtest du tun? Briefe versenden. Gerne. Wer soll Post von dir bekommen? Jemand in Pilsdorf. Das ist kinderleicht. Wähle einfach die Briefe, die du versenden möchtest und dann ab mit den roten Briefkasten damit. Doch. Bestätigen. Ja. Gut, ich werde diese Post für dich verschicken. Danke für deinen Besuch im Postamt von Pilsdorf. Bin ich froh, dass das hier Pilsdorf heißt. Das klingt so viel melodischer. Ich fäng hier nicht zum Abschluss. Apropos, ich bin ein Pelikan. Ja, okay, danke. Vielen Dank für die Info. Joan, wer tun wir? Gucken, wie wir unsere Inventarlehrer kriegen, ja? Verstehen Sie? Unglaublich, oder? Erstmal nommen sie mir noch ein paar Eier. Ja, ja. Bonchan! Oh, mein süßes Ei. Was haben wir hier? Bonchan! Die packen wir bei uns einfach auf die Bank. Jo. Taucheranzug. Ah, ich werde dann trotzdem noch versuchen, eins zu angeln. Ich höre doch hier schon wieder so ein. Ich muss das wieder so machen, dass sie nicht abhaut, indem ich dann die einbuddel, damit sie mir nicht wieder ins Wasser springt. Wie ich sie finde. Das klappt irgendwie nicht so. Wahrscheinlich ist sie hier. Nein! Ach Mann! Mist. Mist. Mann. Ist sie einfach so abgehauen. Die hätte ich nicht schnell genug den Kescher draußen. Das war... Ich habe mich so bemüht. Jetzt habe ich überall Löcher. Das ist nicht schön. Ist mal weg damit. So. Ich hatte mich so bemüht. Oh, ich vermisse unseren Spendi. Barry! Barry! Hi, Barry. Hummi, Hummi, Morsch, Morsch. Ich hoffe doch, dass es dir gut geht, Brumm. Ah, was wolltest du nochmal? Wie läuft's, wie geht's und wie steht's? Bei so schönem Wetter muss man einfach ein Picknick machen. Was leckeres futtern, faulenzen, schönes Nickerchen machen. Eigentlich mache ich auch zu Hause nichts anderes. Aber draußen ist das irgendwie noch schöner. Ach, Barry, du bist mir so sympathisch. Soll halt immer hier unten lang gehen. Das werden wir schon überleben. Ich hätte gerne noch einen Baum neben meinem Haus. So, mal gucken. Hintergrund. Da ist immer noch das Fußballspiel. Wie steht's denn inzwischen? Steht da gar nicht. Okay, irgendwo, wo wir die Bonbons unterbringen können. Dann machen wir hier mal ein Fach mit Bonbons. Dann können wir nämlich später den Leuten schöne, leckere Bonbons schenken. Ich denke, da freuen die sich drüber. Extra haben wir auch noch ganz viel. Runtergeschossen haben wir das eine Teil jetzt auf jeden Fall. Angeln kann man die noch. Buddeln werde ich auch noch ein paar. Hier noch ein bisschen Platz finden für den Teppich. Die sollten wir dann Stück für Stück wieder verkaufen, ist klar. Aber erstmal behalte ich die. Dann müssten wir noch auf die Insel und hoffen, dass man da einen Taucheranzug kaufen kann. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch noch irgendwas machen, um überhaupt den Taucheranzug kaufen zu können. Weil da muss man ja irgendwie mit Medaillen bezahlen. Und ich habe davon nicht so viel. So, dann... gehen wir mal noch mal gucken, ob es da irgendwas Besonderes auf der anderen Seite unserer Insel gibt. Und angeln sollte ich wohl auch. Hi, Leonardo. Hallo, du. Na, auch unterwegs? Was soll ich sagen? An dieses Wetter könnte ich mich gewöhnen. Groll. Was ist?
Lass uns quatschen. Ich war letztens auf einer Fachmesse für Modellbahnbau. Wusstest du, dass Eisenbahnunfälle auch bei Modelleisenbahnen passieren? Eine falsche Weichenstellung und schon rollt eine ganze Bahn vom Tisch. Erst schlägt die Lok auf, plock. Und dann ein Wagen nach dem anderen, plock. 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 Diese Geräusche werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, Groll. Toll, jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht. Ich würde ganz gerne noch viele Eier ausbuddeln. Die alle essen für Coupons. Ups. Das war nicht so ganz richtig. Ein Ei. Ein Erdglücksei. Mhm. Was für eine Überraschung, bin ich nie drauf gekommen. Das ist nichts. Quentin! Hey, Manni, ein schönes Wetter für einen Spaziergang. Was? Quack, miau, brumm. Naja, du weißt schon was. Willst du etwas Bestimmtes, Quack? Erzähl mir was. Angeln ist ein Kampf Mann gegen Fisch. Es ist aber auch eine Gelegenheit, der Natur näher zu kommen. Da fällt mir ein, jemand hat mir mal einen guten Ratschlag gegeben. Wer sein Leben genießen will, muss das Angeln lernen. Quack. Ach, unsere süße kleine Ente. Ich meinte Erpel. Ja, Erpel, bitteschön. Du bist neu. Sag ich doch. Da gibt es auch ein sehr schönes Fanart zu Du bist neu. Das tage ich euch die Tage noch. Ah, noch ein Ei. Wer hätte das gedacht? Ein Erdglücksei, ja? Das ist ja schön. Und hier auch nochmal. Noch ein Erdglücksei. Hoffentlich kriegen wir viele Coupons. Wenn wir da irgendwas Schönes mit gewonnen haben, möchte ich nämlich irgendwie hoffen, dass ich da vielleicht sogar ein bisschen zu Reichtum komme oder zu irgendwelche coolen Osterobjekten. Ein Häschenkostüm. Ich habe mich jetzt ja gar nicht umgezogen. Ich wollte mir eigentlich mein Häschenkostüm anziehen. Häschen. Gehen wir erstmal hier rein. Polim, polim. Hallo und herzlich willkommen. Ah, hier gibt es nichts Neues. Eine Modelleisenbahn. Die könnten wir Leonardo schenken. Da würde er sich sicher drüber freuen. Ah, diese Modelleisenbahn wird von Barry aus unserem Städtchen angeboten. Sie kostet 800 Sternis. Gekauft. Vielen Dank für deinen Einkauf. Leonardo, du bekommst ein tolles Geschenk von mir. Na, danke für deinen Besuch. Ich meine, er wird jedes Mal, wenn er diese Modelleisenbahn sieht, daran denken, wie es Plock, Plock, Plock gemacht hat. Oh, Grashüpfer. Hat sich voll erschrocken, als er mich gesehen hat. Hi, Leonardo. Du wirst dich umgucken. Hi, Barry. Ist ja ganz schön was los hier. Alle am Angeln. Muss ich auch noch machen. Jetzt gehe ich ja doch hier durch die Blumen. Naja. Irgendwie so ein Weg halt. Nicht halt ab und zu benutzen und ab und zu nicht. Solange ich nicht durch die Blumen renne, ist ja alles in Ordnung. Oh, ich habe den Fernseher angelassen. Naja, dann hatten wenigstens die Grioden was zu glotzen. Das kann noch weg. Und dann wollte ich anziehen. Häschen. Gut. Häschen. Häschen. Oh mein Gott, Häschen mit Schnuller. Hatte mir nicht neulich jemand auf Twitter ein Häschenpulli? Ich könnte schwören, jemand hätte mir ein Häschenpulli zugeschickt. Also das Design dazu zum Abfotografieren. Der Pilzpulli, aber jemand hat mir auch einen Häschenpulli geschickt. Twitter.com. Twitter durchsuchen. Animal Crossing New Leaf Honey. Hashtag. Alle. Das ist ein Erdbeerpulli. Melinda Pulli. Natürlich Fanart. Oh, da ist ein Kätzchenpulli.
Pilzkleid. Kätzchenkleid. Oh, ich finde das nicht. Jemand hatten wir doch ein. Moment, jetzt mal. Animal Crossing New Leaf QR Bunny. So, jetzt finden wir bestimmt irgendwas Schönes. Bunny-Kleid. Kann man da irgendwie die Bilder größer stellen? Die sind ja so winzig, das sieht man ja kaum. Das ist ein Bunny-Kleid? Link im neuen Tab öffnen. Gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder im Häschen-Kostüm. Na? Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Oh, Bild des Tages muss aus dem Auto raus. Lalala. Jemand danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Bewerten, für das Schicken von Fanarts. Ich bin immer noch total baff, wie viel ihr gemalt habt, wie viel ihr mir an Infos geschickt habt auch, was ihr mir an QR-Codes immer so schickt. Ja, ne, denkt dran, das ist das Hashtag Animal Crossing New Leaf Honey. Das könnt ihr auch auf YouTube benutzen, aber bevorzugt auf Twitter, weil ich halt auf Twitter einfach immer Community-Plattform-mäßig aktiv bin. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Animal Crossing New Leaf. Bis dahin. Bye, bye.